BioNTech. Wie viel sind 10,3 Milliarden? BioNTech meldet 10,3 Milliarden Euro Gewinn für 2021. So berichtete es Die Welt am 30. März 2022. Ein Text von Marco Fabiranum, 6. April 2022, mit freundlicher Genehmigung, gelesen von Jürgen von Augen auf Medienanalyse. Sehr geehrter Leser, sehr geehrte Leserin, es ist davon auszugehen, dass das Gehirn des Menschen aus der Headline lediglich zwei Zahlen vor dem Komma wahrnimmt, also 10. Die Zusatzgröße Milliarden lesen Sie sicherlich auch noch. Nur mit dem Begreifen ist das so eine Sache. Okay, Sie wissen, dass das eine große Zahl ist. Natürlich wissen Sie das, denn Sie sind ja nicht blöd. Sie wissen sicherlich, wie viele LKW-Ladungen das sind, oder? Wenn nicht, dann wissen Sie es gleich. Mal angenommen, der phänomenale Herr Sahin, Kopf der Firma BioNTech, möchte sein sauer verdientes Geld nun persönlich bei der Bank abholen. Dazu würde er dann bei der großen Bank seines Vertrauens mit einigen LKW vorfahren müssen, jeder seiner LKW fast 10 Tonnen. Herr Sahin möchte so dann das Geld in 100-Euro-Scheinen ausbezahlt haben. Ein 100-Euro-Schein wiegt ca. 1,2 Gramm. Das Gesamtgewicht entspräche also 105.060 Kilogramm. Herr Sahin benötigt somit nur 10 LKW, um sein Geld von der Bank zur Goldgrube 12 in Mainz zu fahren. Hoffentlich wird er dabei nicht von der Polizei angehalten, denn diese würde eine leichte Überladung aller LKW feststellen und so etwas ist in Deutschland verboten. Herr Sahin will baden. Dagobert Duck war ja bekanntlich der Fantastillionär aus dem Mickey Mouse Magazin. Und Dagobert badete gerne in seinem Geld, welches er in Form von Münzen in seinem Geldspeicher aufbewahrte. Mit Anlauf sprang er immer von einem schwimmbadüblichen Sprungbrett in die Fluten seiner vielen Münzen, um einige Bahnen zu kraulen. Sollte der gute Herr Sahin nun auch Bedürfnisse wie Dagobert Duck entwickeln, dann benötigte er 5 Milliarden 150.000 Stücke unserer größten Euromünze im Einzelwert von 2 Euro, um seinen Speicher zu füllen. Das entspricht einem Gewicht von ca. 43.775.000 Kilogramm und in LKW-Ladungen umgerechnet sind das nur schlappe 4.377 LKWs. Nun, der Herr Sahin hat eben ein großes und tiefes Schwimmbad. Also, um es etwas genauer zu sagen, das Schwimmbad wäre ungefähr so groß wie ein Fußballfeld und hätte eine Tiefe von 5 Metern. Ein paar zeitliche Dimensionen. Die Firma BioNTech hatte im Jahre 2020 ca. 2000 Mitarbeiter. Jeder dieser Mitarbeiter trug 2021 zu einer 500.000 Euro Gewinn bei. Da haben sich die Aktionäre und der ehrenwerte Herr Sahin sehr darüber gefreut. Und da er auch mathematisch sehr begabt ist, hat er diesen Gewinn auch gleich in Gewinn pro Sekunde umgerechnet. 10 Milliarden 300 Millionen Euro durch 365 Tage sind gleich 28 Millionen 219.178 Euro pro Tag. Geteilt durch 24 Stunden sind gleich 1 Million 175.799 Euro pro Stunde. Geteilt durch 60 Minuten sind gleich 19.597 Euro pro Minute. Geteilt durch 60 Sekunden sind 327 Euro pro Sekunde. 327 Euro Gewinn wurden in jeder einzelnen Sekunde des Jahres 2021 gemacht. Das ist so viel Geld, wie 78.480 Krankenschwestern und Pfleger kosten, wenn sie morgens im Schwesternzimmer "Guten Morgen" rufen. Das rufen sie aber nur einmal am Tag. 327 Euro kostet es, wenn 262 Krankenschwestern und Pfleger während der Dienstzeit für jeweils 5 Minuten auf die Toilette gehen. Klopapier kostet extra. Für 327 Euro könnte sich jemand 600 Rollen fünflagiges Deluxe-Toilettenpapier der Marke Alouette kaufen. Dieses Klopapier ist zwar samtweich und sicher, aber in der Krankenhauskalkulation für Pflegekräfte mit Sicherheit nicht vorgesehen. Würde man mit BioNTechs gigantischen 2021er Gewinn alle deutschen Bundesbürger glücklich machen wollen, dann könnte man davon auch besagtes Deluxe-Klopapier kaufen. Jeder Bundesbürger erhielte 38 Pakete, a 6 Rollen davon, also insgesamt 228 Rollen, a 130 Blatt, fünflagiges Deluxe-Klopapier. Das sollte definitiv ausreichend sein, um über einen Zeitraum von 4 bis 5 Jahren weiter richtig große Geschäfte machen zu können. Das war der Beitrag BioNTech, wie viel sind 10,3 Milliarden von Marco von Fabiranum, gelesen von Jürgen von Augen auf Medienanalyse.